und ein Podest. Was ist das? Noch ein geheimer Mechanismus? Himmel, wie ich diese Dinge hasse. Was haben wir denn da? Noch ein geheimer Mechanismus? Himmel, wie ich diese Dinge hasse. Und benutzen? Nichts. Irgendwas hat sich da doch verschoben. Nichts. Betrachten wir mal das Tor. Und wieder stehe ich vor verschlossenen Türen. Und statt einem Schloss gibt es nur dieses Bild von einem Totenschädel. Das hat bestimmt nichts Gutes zu bedeuten. Vielleicht lassen sie einen nur hinein, wenn man jemanden umgebracht hat oder selbst tot ist. Also wie gesagt, hier haben wir auch einen Totenschädel, wenn man das so betrachtet. Der hat wahrscheinlich irgendwas damit zu tun. Wahrscheinlich sagt er uns, dass hier halt auf das Podest einer soll. Probieren wir mal die Tür zu öffnen. Nein, diese Tür ist zu. Aber gut, dass ich es ausprobiert habe. Denn immerhin weiß ich es jetzt. Und dieses Wissen tröstet mich über die Tatsache hinweg, dass mein Arm jetzt ausgekugelt ist. Das sieht aber noch ganz normal aus. Dann gehen wir hier mal hin. Okay, das geht nicht. Nett, wenn man Lampions mag. Wahrscheinlich heißt es dann hier irgendwie, dass wir die verwenden müssen. Das muss ja einen Hinweis auf die Hebel darstellen. Allerdings verstehe ich die noch nicht ganz. Da wollte ich eben nicht drauf treten. So, wir haben das Tor, die Laternen, einen Stein, den wir nicht mit dem hier vorne verwenden können. Den auf das Podest zu legen, dürfte auch nichts bringen. Wir könnten den mal mit der Laterne benutzen. Das brennt nicht. Ich will die auch auswerfen. Okay. Also irgendwie müssen wir die Hebel verstellen. Und es wird wahrscheinlich hiermit zu tun haben. Oder können wir Spot mit den Laternen benutzen? Da brauchst du gar nicht so gierig zu gucken. Das sind keine Feuerdrachenlampions. Und der Fette? Da brauchst du gar nicht so gierig zu gucken. Das sind keine... Und der Brände? Nicht nötig, die brennen bereits. Und können wir mit dem Fünfer was machen? Nein. Können wir den Fünfer auf das Podest benutzen? Alles muss man alleine machen. Gut, und der normale? Alles muss man alleine machen. Dann haben wir noch den Fetten. Alles muss man alleine machen. Und zu guter Letzt den Brennenden. Na, hier. Alles muss man alleine machen. Aus dem Stein irgendwas rausschmelzen können wir wahrscheinlich Spot, auch nicht. Willst du vielleicht noch ein paar Steine essen? Viel Spaß. Und wenn wir das Ganze oder den Stein mit den Fünfen kombinieren? Na Spot, willst du vielleicht noch viel Spaß? Und mit dem Dicken? Na Spot, willst du vielleicht noch ein paar Steine essen? Viel Spaß. Und wie sieht das mit dem Normalen aus? Na Spot, willst du vielleicht noch ein paar Steine essen? Viel Spaß. Okay, wir haben hier Tor und Podest, müssen da wahrscheinlich irgendwie einen Totenschädel machen. Wie gesagt, wie weiß ich noch nicht. Ich habe auch noch keine Ahnung, was die Hebel bewirken. Oh, Hilfe, gibt es dafür auch irgendwo eine Anleitung? Himmel, wenn ich gewusst hätte, dass Weltretten so kompliziert ist.
Okay, dass er fragt, ob es dafür eine Anleitung gibt, heißt ja, es wird wahrscheinlich eine geben. Allerdings weiß ich halt nicht genau, wie das gemeint ist. Okay, das wird passt ihr wahrscheinlich zusammen. Versuchen wir den ersten Mal auf der normalen Einstellung. Dann den zweiten auch, den dritten auf der zweiten. Den vierten auf die erste und den letzten auf die zweite. Also den einmal benutzen und den. Und gucken dann mal, ob wir jetzt durchkommen. Nichts. Und wenn wir nun alle einmal betätigen, so dass wir das Inverse davon haben. Also hier. 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 Hier und hier. Und wieder auf das Podest. Also ist das ja wahrscheinlich nicht unbedingt die Lösung dafür. Dann können wir noch, ja eigentlich können wir theoretisch alles durchprobieren, aber das dauert. Den setzen wir mal wieder auf den normalen Zustand. Der ist wahrscheinlich, ja. Und dann probieren wir das jetzt einfach durch. Nichts. Wie gesagt, hier, ich hätte jetzt gedacht, mit dem links und rechts hat das was zu tun, aber scheinbar nicht. Den nochmal. Danach den zweiten. Nicht. Okay, hier. Und wieder dahin. Nichts. Dann jetzt den umlegen. Und wieder dahin. Dann legen wir den auch um. Und wieder darauf. Ich bin gerade euch wieder durcheinander gekommen, weil wir nur den zweiten umgelegt hatten. Nun müsste der dritte kommen. Erste Lage, zweite Lage, dritte und fünfte Lage. Ich weiß es nicht. Ja, da, wie gesagt, rumprobieren würde helfen, aber ich glaube nicht, dass wir da so schnell mit weiterkommen. Wir müssten halt die ganzen fünf durchprobieren. Und da habe ich jetzt gerade nicht so viel Lust drauf. Ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Aufnahme. Oder vielleicht fällt mir dann hier genauer ein, wie man das lösen kann. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Willkommen zurück in dieser neuen Aufnahme von The Whispered World. Ich habe hier jetzt einige Zeit nicht mehr gespielt. Etwa eine Woche oder so.
und weiß deswegen nicht mehr hundertprozentig, wo wir waren. Ich mache Spot erstmal wieder brennend, weil es einfach niedlicher aussieht. Und wir hätten hier dieses Rätsel mit den Schaltern. Was aber nicht wirklich... Also irgendwas hat es geschaltet, aber ich weiß nicht was. Moment, das sah doch mal fast aus wie so ein Totenkopf. Vielleicht... Also wir sollten irgendwas mit den Schaltern machen, um das Tor zu öffnen. Und ansonsten haben wir nicht viele Möglichkeiten. Wir haben zurzeit einen Stein, aber das war es auch. Also, ich benutze dann mal den hier. Und dann schaue ich mal, ob sich hier irgendwas verändert. Das kann ich ja auch von hier sehen. Was verändert sich da? Vermutlich nichts. Und hier? Auch nicht. Vielleicht, wenn ich hier nach rechts gehe. Hier, der bewegt sich zu weit nach rechts. Das ist, ich glaube, der... Das fast die hin... Oder ist das die hinterste Ebene oder fast? Benutzen wir den hier einfach mal. Wie sieht das jetzt aus? Nun ist der eigentlich zu weit links, aber vielleicht können wir hier die Augen noch versetzen. Wenn ich jetzt nur wüsste, welche das sind. Die hier vielleicht. Damit sehen die hinteren schon gut aus und das andere müssten die ersten beiden Ebenen sein. Vielleicht da Schalter 1 und 2 oder so. Probieren wir mal, wie das aussieht, wenn wir beide betätigen. Gut, das sieht doch wieder ziemlich danach aus. Naja, der hier passt noch nicht. Das scheint der zweite zu sein. Also betätigen wir den mal. Und wie ist das nun? Na, der macht noch so ein bisschen Probleme. Der ist vielleicht ganz vorne oder so. Könnte hinkommen. Oder der dritte. Schauen wir mal. Das sieht schon ziemlich gut aus. Nur der eine hier fehlt noch. Ich weiß gerade nicht, welcher das ist, aber hier den fünften haben wir, glaube ich, noch nicht verändert. Benutzen wir den mal und schauen, wie das Ganze dann aussieht. Nö, der war wohl nicht richtig. Zumindest hat sich nicht sichtbar was verändert. Das ist hier vielleicht der hier. Okay, jetzt könnte man das so als Totenschädel verkaufen. Dann muss hier die hinterste Ebene vielleicht noch ein wenig nach rechts. Das könnte ja der hier sein. Benutzen wir den mal. Und gucken uns das nun nochmal an. Yippie, und ich habe es geschafft. Ich habe endlich den Schlund der Hölle geöffnet. Ah, okay, hier sieht man auch, das ist jetzt ein ganzer Totenschädel. Ich dachte erst vielleicht hier, das eine geht so als Hand hoch oder so, aber gehen wir jetzt mal weiter.
Was sind das nur für grausige Flugtiere? Es sieht aus, als würden sie einen Angriff vorbereiten. Okay, hier haben wir die Höhle mit den... Ich weiß nicht, was es sind. Wir haben vielleicht ein klein bisschen was von Drachen. Was sind das nur für grausige Flugtiere? Es sieht aus, als würden sie einen Angriff vorbereiten. Ich sollte mich lieber nicht bemerkbar machen. Diese Tiere sehen nicht gerade ungefährlich aus. Da kann ich unmöglich hochklettern, selbst wenn ich wollte. Gut, dann sehen wir uns hier noch ein wenig um. Hier haben wir einen Drachenschädel oder so etwas. Ich habe keine Angst vor dir, hörst du? Er antwortet nicht. Ich lasse ihm lieber seine letzte Ruhe. Wenn ich tot wäre, würde ich auch nicht wollen, dass jemand mit mir rumhantiert. Okay, hier ist ein Fenster. Hier haben wir ein Horn. Und eine Wache. Dann sehen wir uns erstmal das Fenster an. Ich höre Stimmen. Da scheint eine Art Besprechung im Gange zu sein. Vielleicht kann ich etwas mithören. Gurney, komm her! Warum dauert das so lange? Was ist was? Es ist soweit. Der König wird immer schwächer. Die Truppen sollen sich bereithalten. Unsere Geduld wird sich schließlich bezahlt machen. Ja! Unsere Zeit ist endlich gekommen! Zeit? Ha! Rede nicht von Dingen, die du nicht verstehst. Die Welt zerbricht. Alles, was Struktur besaß, wird über kurz oder lang vom Fluss der Zeit hin fortgespült. Was bleibt, ist Staub und Rost. Moder. Schutt und endloser Schmerz. Du sprichst von deinen Wunden, Boss? Es ist die verstreichende Zeit, die mir zu schaffen macht. Sie ist wie Gift für mich. Sie nagt an meinem Fleisch. Sie frisst sich durch mein Blut, so wie sie sich durch das Land frisst, das langsam vor unseren Augen zerfällt. Es ist die Schuld des Königs. Er hätte die Macht, all das aufzuhalten. Aber er ist feige und verkriecht sich in seinen Gemächern. Er wird dafür büßen. So ist es. Ja! Du wirst den König zerquetschen wie eine Nacktschnecke. Du wirst ihn auseinandernehmen und auf den Einzelteilen herumtanzen. Und die Massen werden dir zujubeln. Trampelt stärker! Trampelt stärker! Gurney! Und sie werden singen! Askelia! Askelia! Gurney! Und dann gibt es ein großes Fest! Und bunte Wimpel! Ja! Gurney! Unter meiner Herrschaft wird es nichts zu lachen geben, Gurney! Keine Wimpel, keine Musik! Diese Welt ist ein kaputter Ort! Ein Ort des Verfalls, ein Ort des Todes. Gesang und Tanz, pah! Das ist jetzt vorbei. Die letzte Stunde des Königs hat geschlagen. Und nun zurück mit dir auf deinen Posten. Ich will die Truppen inspizieren. Das müssen die Askil sein. Und sie planen einen Angriff auf den König. Wo bin ich da nur wieder reingeraten? Okay, der sah ja schon so ein bisschen aus wie Loki mit seinen Hörnchen. Da die, also wie der Helm. Gut, können wir uns hier die Steinscheiben angucken, bevor Loki wiederkommt? Was sind das für merkwürdige Steinplatten? Okay, hier der Kerzenhalter. Ihr macht mir keine Angst. Können wir mit ihm reden? Hört ihr? Nein. Sie sind nur dafür da, um mich einzuschüchtern. Und ich darf hinzufügen, sie machen das ganz gut. Ach, hier oben sind wir übrigens. Hier ist ein Schlachtplan. Die Kerzenhalter sagen bestimmt alle das Gleiche. Nein, ich komme nicht ran. Können wir den Schlachtplan betrachten? Mehr kann ich von hier oben aus nicht erkennen.
Wir müssen also auf jeden Fall das da runter. Das ist ein Schlachtplan. Nein, ich komme nicht dran. Können wir den denn benutzen?